Deimos, der unfreundlichste Planet, der mir je untergekommen ist. Und damit herzlich willkommen zurück zu Imperion Galactic Survival. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Jo, es war mal wieder ruhig um meinen Kanal, ruhig um Imperion und ja, ich hatte einfach keine Zeit gehabt, irgendwie was aufzunehmen. Es passte einfach vom Zeitmanagement her nicht. Und ja, jetzt heute am Mittwoch, am Feiertag, ja, ich wollte eigentlich früher aufgenommen haben. Also bin schon seit 6 Uhr wach. Hab's jetzt aber jetzt irgendwie kurz vor 1 erst geschafft, mich an den Rechner zu setzen und aufzunehmen. Ich hätte schon längst fertig sein können, wenn ich mich konsequent um 6 Uhr hingesetzt hätte zum Aufnehmen. Naja gut, okay. Egal, wir machen weiter mit der Geschichte hier in Imperion. Letztes Mal, Moment, ich muss mich kurz zurück erinnern, haben wir ja dieses tolle verfallene Schiff, was wir jetzt auch in seine Einzelteile zerlegt haben, beziehungsweise ich in seine Einzelteile zerlegt habe. Da kann man auch mal ganz kurz gucken, was wir tolles an Ressourcen jetzt gekriegt haben. Also wir haben Eisenbarren, mit denen können wir uns kaputt schmeißen, eine Kobaltbarren kam nicht so viel raus, wir haben Siliziumbarren bis zum Umschmeißen, Kupferbarren ist ein bisschen rausgekommen, Satium auf jeden Fall eine ganze Lexe und Titanstäbe auf jeden Fall auch eine riesen Lexe. Ich sehe gerade hier große optronische Brücken, die müsste ich gleich mal umverfrachten. Ansonsten ist nichts Nennenswertes so dazugekommen. War das der Container? Das war der Container. Naja, auf jeden Fall, wir haben ein bisschen Loot. Wir haben ein paar schöne Poster bekommen. Jetzt über die Zeit ein paar Siegel der Glaubwürdigkeit, falls wir uns mit den Fraktionen mal ein bisschen verscherzen. Ein paar Handelswaren, die, wenn wir sie irgendwie loswerden, dann loswerden. Und die großen optronischen Brücken und die großen Matrizen, die kann man gut verkaufen. Oder wir verwenden sie halt in unseren Bauprojekten. Apropos Bauprojekte, da möchte ich auch mal ganz kurz rein. Das Outcast Home S17. Das ist schon fertig konstruiert. Ich möchte auf jeden Fall eine weitere Basis hier mit einpflegen. Space Farm ist 270 Pflanzenbeete. Die müssen wir erstmal produzieren. Nein, ich möchte mal gucken, ob es noch irgendwas gibt. Gesteinsmehl? Haben wir überhaupt so viel Gesteinsmehl? Die sieht auch relativ interessant aus. Hat auf jeden Fall auch ein paar Geschütztürme drauf, wie ihr seht. Hydroponics, Cast, ach, das sind alles so 18 Pflanzenbeete brauchen wir dafür, das möchte ich natürlich nicht. Avalon, die kennen wir ja schon, DD, ich weiß gar nicht, ob das irgendwas Abonniertes ist, ich glaube, das ist irgendwas Abonniertes aus dem Shop oder sowas. Farpoint Outpost, er hat auch Pflanzenbeete, das sind Module, KVE, Aenspire, KVE Basalt. Ich glaube, der hat auch Geschütztürme drauf oder sowas. Irgendwas kleines, schnuckliges, was wir auch als Außenposten nutzen können. Kobaltbarren, Pflanzenbeete. Na, ich will jetzt keine Pflanzenbeete produzieren. Die große Waypoint Station, was wir schon mal gesehen haben. Ich fand die richtig cool, diese Waypoint Station. Dauert auch 6 Stunden in Konstruktion und frisst natürlich auch ein bisschen was. Ne? Unter anderem auch ne? 54 Pflanzenbeete. Die sieht eigentlich ganz cool und interessant aus. Die braucht aber auch Pflanzenbeete. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Irgendwas, was vielleicht keine Pflanzenbeete hat. Ach ne, die hat auch Pflanzenbeete, ne? Also das ist alles Pflanzenbeete. Was ist das denn hier? So Polaris-Modul A, B, C. Das ist ja nur, um irgendwie mal so dazwischen zu kommen. Vielleicht können wir uns da irgendwie so einen kleinen Teleporter reinstellen oder sowas. Der hat auch schon Pflanzenbeete. Schon die ersten Pflanzenbeete. Holzlatten. Meine Güte, wo braucht denn er Holzlatten für? Wofür braucht er Holzlatten? Also die brauchen jetzt auch alle Pflanzenbeete hier, ne? Auch die Space Stations hier. Die brauchen auch schon alle so ein paar Stunden, ne? Auch Holzlatten. Echt verwunderlich. Kohlenstoffsubstrat, das ist was kleines Schnuckliges. Was sind das? Zero G Drop Base. Keine Ahnung. Kann man ja mal machen. In 19 Minuten sollte das erledigt sein. So, zur Fabrik hinzufügen. Wir haben sogar alles drin, was wir brauchen, also können wir auch mit der Produktion starten. Das passt wunderbar. Gut, dann gucken wir mal eben ganz kurz in die Quests rein. Ich meine, das ist schon wieder hier so ein Talon, die Geschichte, genau. Geschichte, Imperium, galaktisches Überleben. Unsicherer Ausgang. Genau, wir müssen nämlich Ort, Gasriesen, Mond, Umlaufbahn, Alien-System, Starter-System, Reputation erforderlich, mindestens ein neutrales Ansehen bei freien Kolonisten und Polaris Megacorp. Ja, Belohnung gibt es das. Gibt es hier ein Poster. Und dann wird Kapitel 7 freigeschaltet. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, müssen wir nach Uambion.
Obiam, müssen wir springen, müssen wir fliegen. Und das werden wir eigentlich auch direkt tun. Ich futter mir nochmal eben ganz schnell was. Und dann geht es auch direkt weiter. Ich muss mal hier ganz kurz gucken, wie sehen die Systeme hier alle aus? Oh, Kraftstoff lässt langsam nach. Da müssen wir jetzt erstmal was gegen tun. Wir gehen mal wieder auf das Inventar der Lucian. Hilo und Oxy. Wir haben hier so kleines, unbedeutendes Dinger hier. Da können wir hier auf jeden Fall ein bisschen was reinpökeln. Ich meine, wir haben hier noch 2700 Fusionszellen. Gucken wir mal. Ich schmeiß mal 85 rein, mal gucken, wie weit das. Oh, der frisst ganz schön, ne? Also. Der frisst ganz schön. Man mag es kaum glauben. Wie sahen die Oxygen-Vorräte aus? Super. Und jetzt haben wir erstmal wieder Strom für 13 Stunden. Spielspaß. Achso, ich wollte was futtern. Ja? Ich wollte was futtern. Gefuttert haben. Auf jeden Fall eine Farm werden wir uns auf jeden Fall auch zulegen. Damit wir dann hier Dauerproduktion, Notverpflegung machen können. Aber wir haben ja jetzt erstmal nochmal reichlich an Essen da. Geheilt sind wir. Wir haben gerade die normale leichte Rüstung an. Okay, das passt eigentlich soweit. Krankenstation brauchen wir gerade nicht. Wir können aber mal Zustand des Schiffes einmal überprüfen. Ich glaube, ich hatte mir irgendwie noch ein paar Waffen gemacht, gerade eine Schrotflinte, weil die epische Schrotflinte irgendwann mal den Geist aufgeben wird. Da hat mir einer in den Kommentaren geschrieben, achte mal auf den Kopfschussfaktor. Ja, das hatte ich gesehen gehabt, Kopfschussfaktor. Kopfschussfaktor ist hier 1 und da ist auch 1, also von daher, ne? Aber mit einer Schrotflinte auf den Kopf zu zielen, naja, das ist immer so eine Geschichte. Und ich sag jetzt mal, auch mit dem Karabiner hier auf dem Kopf, ne? Das ist ja, ne? Sei ja jetzt auch erstmal gelernt, vor allen Dingen, wenn diese supergeilen Viecher kommen. Achso, die Reparaturplattform ist total obsolet, total überflüssig. Ach, einmal hier durchs Raumschiff durchgehen, einmal inspizieren, das sieht schon richtig geil aus. Ja, es ist, ich laufe hier an einem Kern entlang, an den Generatoren hier. Es sieht schon schön aus, das Schiff. Ich möchte es auch irgendwie gerade nicht in alles auf der Welt gerade hergeben, aber wir werden wahrscheinlich nicht drum herum kommen, oder ich werde wahrscheinlich nicht drum herum kommen und da ein neues Capital Ship zu bauen. Da gibt es nämlich die Canis Majoris, nämlich irgendeine Form war aufgepimpt. Eine davon, genau die war das. Die war nämlich mit zusätzlichen Bewaffnungen, was man hier oben dann so schönes sieht. Also die hat dann deutlich mehr Bewaffnung. Dann gibt es aber noch solche Schiffe hier. Die Luminus, die hat, das sind solche, also ich meine, 16.000 Titanstäbe. Müssen wir mal gucken, ob wir die haben. 16.000 Titanstäbe. Ich glaube, die hätten wir sogar. 16.000, 4, 8, 4, 8, 12, 16. 16.000 Titanstäbe, das ist ja ein Witz. Das Caesium war nur 1.500, das ist dann. Aber Zaskasium brauchen wir auch nur 1.500. Satium, Kohlenstoffsubstrat, Erestrum. Oh, Erestrum haben wir, glaube ich, gar nicht. Kann das sein? Das war gar kein Erestrum. Doch, Erestrum haben wir auch. 4.000. Okay. Kobalt, Neodymium-Barren. Wie sieht es denn mit Neodymium-Barren aus? Da. 3.000 nur. Nur. Neodymium-Barren. Da wird es schon dran hapern. Holzlatten, das ist jetzt nicht das Ding. Dann gehen wir einmal wieder mit unserem Timberwolf einmal farmen. Goldbarren ist jetzt auch nicht das Ding. Große und kleine, große Brücken und kleine Matrizen. Also ich glaube, die Rohstoffe hätten wir. Ich glaube, bis auf das Neodymium hätte ich jetzt, glaube ich, gesagt gehabt. Bis auf das Neodymium haben wir, glaube ich, alles. Eisenbarren, fast 12.000. Naja, das ist, ne? Kobalt ist hier, Silizium ist hier. Kupfer, nur halt Neodymium, Zaskasium, Satium haben wir genug. Ja, das sind so die Rohstoffe, die nicht so gerne verwendet werden. Naja, vielleicht ein neues Capital Ship irgendwann mal und dann wieder, dann gibt es wieder ein paar Baufolgen. Also auch hier, ne, für euch. Es ist 14 Uhr jetzt gerade aktuell, Mittwoch, 1. November. Symos. Ja, so viel hat dazu. Okay, wir schalten die Schubdüsen wieder ein. Wir brauchen sie. Wir machen uns den Ubion machen wir uns als Ziel und fangen da jetzt an, mal hinzuspringen. So.
Wir springen da jetzt mal hin und dann müsste es dann auch mit der Geschichte dann auch gleich weitergehen. Wir verlassen hier diesen unwirklichen Ort. Gucken uns jetzt aber vorher nochmal diese schöne Aussicht an. Also es gibt so manche Sachen an dem Spiel, an denen kann ich mich nicht satt sehen, ne? Schön mit dem Namen da drauf, Lucia, ne? Also es gibt so echt so manche Sachen, also die sind, an denen kann ich mich nicht satt sehen. Achso, genau. Ich muss drauf zufliegen, wenn ich drauf warpen will. Muss auf das Ziel zufliegen. Tu ich doch. Achso, ich darf das so nicht machen. Achso, oh Gott. Geht das denn wenigstens so? Nur für den Screenshot. Alles für den Screenshot. So, Waystation, da sollen wir hin. Ich weiß gar nicht, ich war doch, glaube ich, hier schon mal, ne? Mal eben kurz hier on hold. Was soll es hier geben? Eigentlich gar nichts. Doch, Kupfer soll es hier geben. Dann gibt es eine Waystation. Das sind wahrscheinlich die Polaris-Viecher. Den Ubion-Mond. Weiß ich gar nicht, ob wir den betreten können. Da hinten ist noch einer. Wer ist das denn da hinten? Könnte das von der Karte her. Ne, Omikron Sienna oder Crown kann es ja nicht sein. Ah. Interessant. Gut, egal. Wir fliegen zur Waypoint Station. Wie gesagt, da haben wir einen Asteroid. Da soll es aber halt Kupfer geben. Kupfer haben wir aber, glaube ich, erstmal genug. Naja, ansonsten korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Genau, Kupferbar. Ja, wobei. Ach komm, wir legen eine kleine Runde Kupfer ein. Komm, wir legen eine kleine Runde Kupfer ein. Leon, das ist der Mond. Ich könnte den ja eigentlich kurz mal hier in den Fokus nehmen. Vielleicht kommt der. Ach, das ist doch Crown. Das ist doch der Gasplanet. Der Gasriese. Nicht Gasplanet, der Gasriese. Okay, ist ja okay. Ich weiß gar nicht, ob wir auf dem Mond runterkommen können. Das weiß ich gerade gar nicht. Ubion Mond? Ich glaube schon, ne? Da gibt's was hier hinten. Da gibt's auch noch was zu erkunden. Ich nehme das mal hier ins Target. Dann gucken wir uns jetzt erstmal hier um. Und erkunden erstmal schön. Gut, ja schön. Dann haben wir ja auch schon. Haben wir ja auch schon unsere Ziele definiert. Wir können mal hier so ein bisschen näher ran so. Alter Schwede. Das sieht mächtig aus. Ich sag ja, also es gibt so manche Sachen. Na, schön die Sonne hier drin. Also 6 Kilometer. Dann fahren wir doch noch ein bisschen Kupfer ab. Dann füllen wir unsere Bestände auf. Dann können wir dann im Heimatsektor können wir dann die große Schmelze dann benutzen. Nuckelt uns dann den Strom wieder leer. Und ja. Aber wobei, der Mond wird uns angezeigt, tatsächlich, wie wir entfernen sollen. Also wir können tatsächlich auf den Ubian-Mond können wir tatsächlich runter. Vielleicht können wir da auch ein bisschen Unruhe stiften. Man weiß es nicht. Genau, da hinten, da wollen wir auf jeden Fall auch hin. So, jetzt machen wir als erstes ein bisschen Kupfer. Genau, kupferhaltiger Asteroid entdeckt. Den fahren wir ab. Ich müsste, glaube ich, doch noch. Ja, müsste ich. Hab ich drunter. Habe ich drunter. Genau. Das war ja so einer jetzt der, nochmal kurz zur Erinnerung, so einer der Challenges, möchte ich sie jetzt mal nennen. Ich muss doch von außen so fliegen. Sonst wird das nichts. Ich muss ansteuern. So, kurz gucken, das müsste eigentlich passen. Schauen wir mal, wo wir uns durchgraben. Ach, wir könnten. Wir graben uns jetzt erstmal durch. Dann sage ich gleich was dazu. Alles schließen. Und das war, glaube ich, unter Ernte war das, ne? Genau. Nicht Signallogik. Unter Geräte muss ich gehen. Die Bollerfette, die ist aktiv. Und darauf muss ich jetzt auch zugreifen. Und da fahren wir jetzt erstmal aus. Dann können wir jetzt erstmal hier. Erstmal lecker wieder uns hier durchfräsen und durchasen. Jetzt kriegen wir erstmal wieder Schotter. Einiges an Schotter. Schotter, Schotter, Schotter. Aber wir popeln uns mal einfach durch den Planeten jetzt durch. Da, guck mal, da haben wir die nächste Node, die hier war. Guck mal, da geht's noch weiter. Lecker Kupfererz. Genau, das war ja so eine der Challenges, die ich mir ja so quasi auferlegt habe. Ressourcen halt nur noch aus Asteroiden zu holen und halt quasi aus dem Skript das abbacken. Quasi, damit wir an die Grundressourcen halt drankommen.
Aber falls uns dann noch mal solche wichtigen Rohstoffe unterkommen, die Dynium oder sowas halt, ne? Dann müssen wir da halt auch dran. Guck mal da, guck mal da, da. Da haben wir doch lecker, da haben wir doch ganz viel. Da muss ich tatsächlich die Position des Schiffes gleich noch einmal verändern. Da kommen wir zum Glück dran, da auch. Ah, da geht's weiter. Sehr schön, guck mal, Erz. Genau, wir müssen ja der Heimatbasis ja auch noch ein bisschen was zu tun geben, indem wir dann die ganzen Rohstoffe schmelzen. So, mal gucken, jetzt habe ich mich jetzt eigentlich. Na, komm schon. Habe ich mich jetzt hier genug durchgefräst? Ja, habe ich. Jetzt einmal kurz ein Stückchen tiefer gehen. Warte mal, ich mal kurz hier umschauen. Ja, dann geht es da unten jetzt quasi. Ja. Geht's jetzt quasi da weiter. Gucken, müsste glaube ich so passen, ne? Müsste so passen. Ja, genau. Das passt doch ganz hervorragend. Ja, aber ich muss dann immer die Sicht ein bisschen umdrehen im Kopf, weil. Was ist das jetzt schon? Das war's, glaube ich, so ziemlich, ne? Ja. Durchgefräst. Dann können wir das Ganze wieder einfahren. Und jetzt einmal zu dem da fliegen, was ich da jetzt noch entdeckt hatte. Oder was jetzt aufgedeckt wurde. Das müsste. Ja, so müsste das eigentlich passen. So. 30 Kilometer fliegen wir einfach drauf zu. Das passt dann. Das Ganze passt dann halt schon, ne? Supi, ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, ich habe noch nie in Imperium die gesamte Geschichte zu Ende gespielt gehabt. Beziehungsweise immer nur das, was dann immer so aktiv war. Und das ist, wie gesagt, das ist halt auch schon eine ganze, ganze Ecke her, als ich dann das Imperium das letzte Mal gespielt hatte quasi. Also bevor ich es jetzt hier auf den Kanal gebracht habe. Da war es halt noch irgendwie Alpha, weiß ich nicht was. Und ja, da ging es halt nur darum, schnellstmöglich irgendwie groß, schneller, höher, weiter und spring auf jedem Planeten rum und hast du nicht gesehen. Aber da hat man sich nie so Zeit zum Erkunden gelassen. Oder ich habe mir damals nie Zeit zum Erkunden gelassen. Das war dann einfach nur ratzatzatzatz durch und bloß als Erster das größte, kampffähigste Schiff haben, wie auch immer. Ich glaube, ich habe es sogar tatsächlich mal auf Multiplayer-Server gespielt gehabt. Und ja, dann halt auch. Das war noch zu Zeiten vor dem Schutzschild, was die irgendwann mal implementiert haben. Und da ging es natürlich ab mit den Raumkampfgefechten halt, ne? Das war halt cool. Muss man ganz ehrlich sagen. Also ohne Schild. Und dann, ne, dann hat quasi die Waffenanzahl entschieden, so ungefähr halt, ne? Er war schon richtig cool. Muss ich schon sagen. Nicht schlecht das Ganze. Ja, ich bin gespannt, wie es mich hierhin oder wie es mich hier weiter treibt in dem Spiel. Wie gesagt, wir haben ja jetzt noch ein bisschen Story aller Wahrscheinlichkeit noch vor uns. Und ja, vielleicht machen wir auch mal Pause von der Story und gehen wieder auf Erkundungstour und springen wieder rum in der Weltgeschichte. War ja einmal ein Exkurs Richtung Haus Xerath-Gebiet, so ungefähr halt, ne? Wo ich mich echt wieder dachte, so, warum Xerax-Gebiet? Da hilft es dann doch tatsächlich dann, sich die Bubbles einblenden zu lassen. So, 17 Kilometer noch. Ja. Gibt sonst noch irgendwas gerade, was Schönes auf dem Radar, bis auf den Mond selber? Wie gesagt, da cruisen wahrscheinlich Schiffe vom Polaris Megacorp rum und wie gesagt, es ist halt noch eine Struktur. Ich weiß jetzt aber nicht, wer jetzt gerade gelb ist. Ich könnte mal gucken, Obion. Wie komme ich denn hier in die. Ach, Obion Mond war ich tatsächlich mal drauf oder runter. Da gibt es Pentaxid-Lager, eins ist schon ab. Fusion-Reaktor, Drone-Base. Zirax-Imperium. Eine Drone-Base gibt es halt auch tatsächlich. Ja, seitdem das ja jetzt mit dem tollen Trick nicht mehr geht, mit dem Bike einfach hinfahren und man wird nicht in Fokus oder ins Target genommen, dann muss man jetzt halt gucken. Wir sind jetzt halt schwerer bewaffnet oben rum.
Aber bis wir da mit den Popelgeschützen die Geschütze da kaputt gekriegt haben, das ist dann halt auch so eine Sache halt für sich, ne? Das ist dann halt. Vielleicht ist es auf einer Art auch gut so, dass die schweren Geschütze quasi nur im All funktionieren. Was dann aber wieder nur heißt, dann große Strukturen im All oder halt die Raumschiffe zu kapern, die da rumfliegen. Müssen wir halt gucken, wie wir das dann machen. Also eigentlich geht das mit den Bikes einfach hinfahren. Das dürfte eigentlich. Vielleicht habe ich mir das letzte Mal auch einfach nur dämlich angestellt. Na gut, letztes Mal hatte die Drone Base auch ein Schild gehabt. Das fand ich auch ein bisschen doof, ein bisschen mies. Darauf war ich nicht vorbereitet. Und dann sind halt dann solche Strukturen, die ein Schild haben, plus Bewaffnung, sind dann natürlich dann halt ziemlich gefährlich. Dann müsste man tatsächlich dann mit einem Hoverbike müsste man dann ankommen, Panzer oder weiß der Geier was, was man sich da alles so Schönes bauen kann. Da gibt's ja hier auch schöne Dinge an den Hoverbikes hier. Nicht Little Boy. Muss da schon tatsächlich irgendwie gucken bei T3 Tank oder sowas, ne? Sentinel T3 Tank. Von der UCH. Dass dann halt solche Strukturen dann angegriffen werden. Um dann halt den Schild runterzuhalten. Und dann weiß ich nicht. Eigentlich müsste man dann die Generatoren müsste man dann zerstören. Auch dann in den Strukturen selbst. Damit die Schilde sich nicht wieder aufladen. Ansonsten musst du halt dann irgendwie die ganze Zeit Dauerfeuer auf die Struktur draufhalten, damit halt sich halt das Schild nicht regenerieren kann. Sonst kannst du dich nämlich nicht fortbewegen. Eine Defense Station von den Piraten. Ah ja. Interessant. Mehr ist hier nicht. Nö. Okay, eine Defense Station. Wir könnten uns das mal hier angucken. Dann könnte vielleicht auch gleich hier der Trigger weggehen. So gefährlich sieht jetzt die Defense Station jetzt aber auch nicht aus, ne? Oder vertue ich mich da nur? Also, der hat nur ein Geschütz oben drauf. Sieht halt so aus, der hat halt nur ein Geschütz oben drauf, ne? Na gut, na gut, na gut. Hätte ja sein können, dass es da irgendwas Interessantes gibt. Okay, komm. Dann auf zur Waypoint Station. Ich weiß gar nicht, von wem die war, die Waypoint Station. Die hätte ich, glaube ich, auch nie entdeckt gehabt. Jetzt müssen wir natürlich erstmal wieder 34 Kilometer in die andere Richtung fliegen. War natürlich auch wieder sehr geschickt von mir. Huch. Nee, sowas jetzt nicht gedacht. So rum. So rum. Weil sind die Triebwerke halt so laut. Das ist halt irgendwie dumm. So. Machen wir es halt so. Na, noch einmal drücken. So. So ist er auch. So ist er auch schön, das Ganze. Guck mal, haben wir schon wieder ein paar neue Titelbilder. Da hatte ich euch auch mal nach der Meinung gefragt gehabt, wie einladend oder wie wichtig euch das ist mit personalisierten Thumbnails quasi. Oder ob halt ein Standardbild reicht. Hatte ich euch auch mal gefragt gehabt, was ihr davon haltet. Wenn ich mal dran denke, dann mache ich auch ein paar Screenshots. Wenn ich nicht dran denke, dann. Naja, ich habe ja noch genügend, aber das muss halt dann noch tatsächlich zu der Folge passen. Manchmal ist das dann sehr ärgerlich, wenn ich dann feststelle nach dem Schneiden und nach dem Rendern und beim Hochladen, ach verdammt, du hast kein Thumbnail. Gehst wieder ins Spiel rein, machst irgendwie ein Thumbnail, gerade dass es irgendwie zum Thema passt oder sowas, ne? Das ist dann manchmal schon ganz ärgerlich. Manchmal ist das ärgerlich, aber egal. Passt schon. Ja. Gucken wir mal. Irgendwann werde ich auch jetzt dieses Jahr höchstwahrscheinlich noch irgendwann mal Urlaub haben. Ich weiß zwar noch nicht, wann genau. Und dann könnte man das Ganze auch irgendwie mal in Livestreams verpacken oder sowas. Hatte ich ja mal, eigentlich mal sowieso angedacht gehabt oder vorgehabt. Irgendwie so Minispiele oder sowas. Oder jetzt gerade jetzt halt aktuell Game Deck. Kann ich ja einen kleinen Spoiler raushauen. Also heute kommt eine Folge raus und am Freitag kann dann quasi die letzte, weil dann quasi das Kapitel oder halt dann. Dieser Fall halt dann abgeschlossen ist. Sowas halt, ne? Das sind ja jetzt 8 Folgen, jedes Mal eine halbe Stunde und das macht dann nach Adam Ries, wenn ich mich nicht verzähle, macht das quasi 4 Stunden. Das könnte man theoretisch, praktisch, faktisch. Ah, Blueprint, fertig. Das könnte man theoretisch, faktisch,
in einem Livestream mal reinpacken und komplett durch. Ich weiß nur nicht, ich hab mal geschaut bei Game Deck, da gibt es ja noch einen zweiten Bonus-Content, den kann ich aber nicht anwählen. Da habe ich die Vermutung, dass ich erst das Basisspiel durchspielen muss, damit ich dann auf das dann zugreifen kann. Also auch ein kleiner Spoiler auch noch vorweg. Also ich fand es jetzt richtig, richtig cool. Gerade dann das Ende. Also werdet ihr dann Freitag sehen. War ich von dem Ende so richtig mega überrascht. Richtig geil. Das hat mich richtig, muss ich sagen, es hat mich richtig geflasht, muss ich sagen. Upsi, jetzt habt ihr gehört, wie ich einen Schluck aus der Wasserpulle genommen habe. Schon viele am Quatschen gewesen heute. Wenn ich so auf die Uhr schaue, dann haben wir nur noch quasi 4 Minuten, so Pi mal Daumen. Bis dahin sollten wir es bis zur Waypoint Station geschafft haben. Dann war das ja heute nur. Die halbe Stunde ging jetzt aber auch echt schnell rum, muss ich sagen. Dann war das wieder Vorbereitung für die nächste Story. Ich hoffe, dass das jetzt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir jetzt hier auf der Waystation unsere nächste Mission bekommen und dass wir dann runter auf den Orion-Mond müssen. Können wir mal kurz den Scanner hier mal raushauen. Da unten fliegen halt die Schiffe rum. Da ist was Rotes. Da. Nein, da ist was Rotes. Ein Level 2. Irgendwas Rotes. Oh, Hut, 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 Hut. Ist das auch eine Defense Station? Oder was ist da los? Das wäre ja mal cool. Können wir mal gucken, wie schlagkräftig unsere neuen Waffen sind, ne? Hahaha. Yes. Ja, und das ist das Schöne daran, dass wir jetzt hier mit dem Capital unterwegs sind. Theoretisch, praktisch, faktisch. Weil wir natürlich auch eine deutlich höhere Scanner-Reichweite haben. Das ist nämlich schön. 24 Kilometer. Jetzt wird das Rotor gar nicht mehr angezeigt. Sind wir schon wieder out of. Die Defense Station dürfte uns eigentlich gar nicht mehr anzeigen. Ich habe die auch, glaube ich, gar nicht mehr getaggt hier. Na gut, dann wird sie uns halt angezeigt. Ein Ich nur mal halt, jo. Kann man ja auch nicht ändern. So, da oben fliegt, glaube ich, ein Polaris Megakorp-Schiff rum. Aber das sieht ziemlich cool aus. Ich möchte da mal ganz kurz hin. Ja, der dreht sich aber wie ein Wal. Ganz ehrlich. Das möchte ich mir noch angucken, bevor wir zur Waystation fliegen. Weil ich finde, das sieht cool aus. Sowas will ich auch haben. Hui. Die sieht cool aus. Ich stehe ja voll drauf, ne? Also man sagt ja, so bei gewissen Sachen, auf die Größe kommt es nicht an, aber bei dem Spiel würde ich sagen, auf die Größe kommt es definitiv an. Aber wenn er die jetzt mal entdecken würde, ne? Das wäre ja cool. Hat aber auf jeden Fall schon mal starke Bewaffnung. Mich jetzt natzen? Ah, ein Frachter von der Polaris. Aber wie gesagt, hat schon Waffen drauf, ne? Kinders, also ihr seht das schon, ne? Was sie für Waffen drauf hat. Geiler Scheiß. Okay, und das für ein Frachter, ne? Stufe 2 war das jetzt? Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Hat schon. Ach, shit. Hat schon Waffen drauf. Schon cool. Ne? Naja, auf jeden Fall, ich versuche jetzt heute, jetzt am Mittwoch, jetzt so viele Folgen, wie es geht, vorzuproduzieren, bis ich halt gleich keine Lust mehr habe. Und dass ich dann halt quasi einen Vorsprung habe jetzt beim Aufnehmen bei den Folgen und dass ich dann halt dann nicht immer mehr so ein Bedrängnis komme, am einen Tag, keine Ahnung, fünf Folgen aufnehmen zu müssen, 6 Folgen, 7 Folgen, 8 Folgen, 10 Folgen, irgendwie sowas. Dass ich dann halt Tag für Tag, je nachdem, wenn ich dann wieder zu Hause bin und Zeit habe, dass ich dann halt immer so 2, 3 Folgen hinschieben kann, durchschieben kann. So 2 Stunden am Tag, wenn ich Zeit habe, sollte ja eigentlich ausreichend sein. Und dass dann halt immer kontinuierlich Fluss ist, weil mir ging es jetzt selber auf den Keks, dass jetzt so lange Zeit nichts gekommen ist. Manchmal ist das halt nicht ganz so einfach, wie gesagt. Aber es ist ja auch noch hobbymäßig hier betrieben. Auch wenn ich mir jetzt mit dem Videobearbeitungsprogramm, mit dem Schneiden etc. mir ziemlich was drauf einbilde. So, weiter geht's. Kapitel 6. Ein ungewisser Ausgang. So, dies scheint die Station zu sein, an der wir Sectioneer 32 treffen sollen. Die scheint die Station zu sein. Achso, genau.
Binde den Raum. Meeting Room. Genau, es sind auch wieder diese tollen Waystations, die dann sagen, hier kriegst du Fuel und Oxygen, so ungefähr halt, ne? Kannst du kaufen. Kriegst dann aber doch nicht, ne? Ja, so, wo muss ich das machen? Also ich werde hier, glaube ich, nicht reinpassen. Meeting Room nach unten, aber wer weiß, na gut. Wer weiß. So. Flucht heißt was her? Nö, ne? Okay, so. Nehmen wir mal die Steuerdüsen, machen wir jetzt mal wieder aus. Ich hänge hier feste. Ich hänge feste. Oh, Alter. Was ist denn hier los? Warum hänge ich denn jetzt hier feste? Was hänge ich denn jetzt hier? Hä? Schubdüsen an. Denn müssen wir was gucken. Ah, deswegen lege ich mich auf den Boden. Deswegen lege ich mich auf den Boden, weil das Schiff einmal auf dem Kopf stand. Gut. Dann haben wir das jetzt auch erklärt, warum ich mich auf den Boden gelegt habe. Geil. Well. Watch. So. Lass mich durch, ich bin der Commander. Genau. Gucken wir mal durch. Hier. Schade eigentlich. Wie gesagt, hier wird hier angepriesen, dass man das, dass man hier diverse Dinge halt kaufen kann. Hier gibt es irgendwo eine Reparaturplattform. Der Zugriff ist auch nicht erlaubt. Ne, Distributor of Prometheum-based fuels and Pentaxinium-based catalysts. Please ensure your ship is parked securely if you are piloting a large fighter. Use the long bird. Sponsored by the Trade Guild. Ja. Also ich erwarte jetzt eigentlich quasi, dass ich jetzt hier Bergcode eingeben. Ach, irgendwo lag mal doch mal so ein Petrum oder sowas, ne? Was wir mal gefunden hatten. Irgendwo lag doch mal ein Petrum. Und ich habe bisher irgendwie den Händler noch nicht gefunden, der mir halt das, dieses Pentaxid halt verkauft, ne? Genau. Hoi. So, du bist ein Händler. Womit handelst du? Chemikalien, Düngemittel, Filter, Spirituosen, Luxusgüter, Rohdiamanten, Robotertechnik, Tablets, Ersatzteile. Okay, mit sowas handelst du. Du bist das Galactic Information Network, ist klar. Du bist nochmal ein Händler für diese tollen Sachen. Du bist Bar and Grill. Hier könnte ich was... Oh, warte mal. Notverpflegung, Detox-Kits, Pistolen, Scharfschutzgewehr, Multiwerkzeuge... Munition? Interessant. Pistolenpatronen. 65 auf Lager. Scharfschutzgewehrpatronen. Flammenwerferladung. Multilagung. Magnesiumpulver. Kleine, große, optronische Brücken. Ja, die geben richtig Schotter, aber wir haben noch 253.000. Also von daher ist noch alles easy peasy. Und du bist hier noch ein Händler. Du hast dann aber sowas hier, was du verkaufst oder ankaufst. Aber sowas haben wir, glaube ich, nichts, ne? Davon. Weiß ich nicht, habe ich Zugriff auf? Ich habe Zugriff drauf, tatsächlich. Ich kann auch mal gucken, Luxusgüter. Ja, diese Chitin und Alien Strings, die habe ich ja jetzt natürlich nicht gefunden. Müsste ich das bei dem anderen mal nachlesen? Nachgucken. Aber wie gesagt, der ist hier verkauft keiner Fuel halt, ne? Das ist halt so. So, Händler, hier Luxusgüter verkaufen. Und Optroniken. Na gut, okay, haben wir jetzt. Haben wir halt ein paar Kröten gemacht, ist doch super. So, da geht's zu den Toilets, da gibt's einen Geldautomat. Hier gibt's auch keine Konsole, wo ich mir Sprit kaufen könnte. Das wäre ja mal ganz hilfreich, ne?
Und hier geht es wieder nach unten. Hier gibt es nämlich zwei Wege nach oben. Und hier oben gibt es dann, glaube ich, dann den Weg hier hoch ins Meeting Room. Ah, ich glaube, ich war hier sogar schon mal einmal drin. Tatsächlich. Und habe hier tatsächlich den Alien-Container leer gemacht. Ich war tatsächlich mal hier drin. Tatsächlich. Jetzt sogar ein Warp-Reaktor hier drin. Naja, gut. Pulsgewehr. Schadet ja nicht, ein Pulsgewehr mitzunehmen, ne? Schadet nicht. Stimmt, die Schränke habe ich hier nicht kontrolliert. Welcome, my dear friend. Section hier 32. Okay, ich würde sagen, wie es hier weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentieren und abonnieren ist natürlich Pflicht. Und wenn ihr mich darüber hinaus noch weiter unterstützen möchtet, dann schaut einfach mal in der Videobeschreibung mal, nach. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.